Salvete Spectatores, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Total War Attila. Mit dem Sven als Ostrum. Und dem Max als West. Wow. Ja, es sieht echt gut aus. Ich habe jetzt den Großteil meiner alten Provinzen in Nordafrika zurückerobert, sogar mehr erobert, als ich vorher besessen habe. Was ich ziemlich cool finde. Ich habe beim letzten Mal Leptis Magna erobert. Und das, hier habe ich in Sabratia habe ich Felder gebaut. Was bringt es denn am meisten? Weizenfelder? 20 plus 18, 38. 40 plus 10, 50. Auf jeden Fall eine Rinderherde bauen. So. Was haben wir denn hier alles? Hier haben wir ein Skriptorium drin. Da ist eine Tabernae drin. Und ein Auditorium. Gut, dass sie es nicht übertreiben, ne? Mhm. Und ein lateinisches Eremitorium. Das werde ich dann gleich nächste Runde umbauen zum Tempel. So. In Sabrata müsste eigentlich jetzt die Garnison, ne? Die sieht schon wieder ganz gut aus. Er kann es eh nicht angreifen. Ich habe jetzt die andere Legion in der Pause nach Hadrumentum zurückgeschickt. Da ich nämlich noch 75% lateinische Christen. Das muss sich bald ändern. Und ich habe jetzt so allmählich, habe ich hier jetzt wieder so eine Mauer quasi gezogen. Also Syrakus, Karthago und so. Jetzt kann nicht mehr jeder da durchfahren und einfach hier in Insularia Occidentalis plündern, wie er lustig ist. Mystery Mauernbauer, sage ich dazu nur. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Merkt ihr das? Seid ihr bereit, Rom zu dienen? Das sagst du. Das Leben eines Soldaten, es ist ein gutes Leben. Das Leben eines Soldaten, es ist ein schwules Leben. Es ist ein Herausforderung. Oh, zum Glück. Markianopolis. So, jetzt werden wir uns mal um diesen Burgunder hier kümmern, weil der nervt mich nämlich. Sowieso ziemlich jede barbarische Fraktion. Ja, natürlich. Tja, aber es bringt ihm nicht viel, sich zurückzuziehen, denn... Schade. Angriff. Oh, er hat burgundische Kriegshunde. Aggressives Verhalten. Sei ja, die schwulen Kriegshunde. So. Der wäre schon mal beseitigt. Und jetzt machst du noch den Abdani da weg. Den Pikte. Nee, mit dem bin ich ja nicht im Krieg. Den Jüte. Die Flotte meldet sich. Natürlich nicht. Da steht ein Onager im Weg. Dann dir fehlt hier nur noch Rotomagus, Mann. Ja, aber ich bin mit den Pikten gerade nicht im Krieg und ich will halt echt erst den Abdani weghaben und mit der Legio 30 Ulpia Victrix rückt dieses Ziel näher. Es ist, glaube ich, meine stärkste Armee, die ich habe. Legio Comitatensis, dreimal Herculiani Senioris, viermal Exculcatoris und der Onaga, der mir im Weg steht. Den könnte ich eigentlich wegklatschen, dann habe ich ihn, ne? Aber nee, dann bin ich wieder im Krieg mit denen und nee, das würde mich wieder zurückwerfen, wenn ich das... Oder warte mal, kann ich mit der anderen Armee angreifen? Ich kann mit der anderen Armee angreifen und die hat einen Onager angegriffen. Was? Aber. Ja, zum Glück. Wow. Angriff. Oh, er hat viele Fernkämpfer, das heißt beschützend. Ja. Okay. Das müsste jetzt mit dem Jüten gewesen sein. Nee. Doch. Rück vor! Aber es war es nicht mit den Burgundern, ne? Das ist dir bewusst. Nee, die haben irgendwo noch was. Oh, die haben jetzt ihre Agenten bei dir, ne? Das Fraktion vernichtet Jüten. Diese Fraktion, die in den Feind nicht gewachsen, wurde ausgelöscht. Es ist eine Ehre, Rom zu dienen. So, und das wird jetzt die Armee, die nach Britannien rübergeht. Ich komme mit. Du kommst mit? Ja, ich komme in diese Winterregion eh nicht durch. Ohne dabei, dass meine Einheiten da sterben. Alter, ich hätte jetzt nur noch Konu diese Niveaus. Aber es ist voll cool, dass ich jetzt 9000 verdiene. Warum auch immer. Also ich weiß gerade nicht warum. Ich habe nur Leptis Magna eingenommen. So viel verdient das selbst eigentlich nicht. Na, schauen wir mal, ob wir unsere Beziehungen zu den Garamanten weiter verbessern können. Oder ob wir sie sowieso auslöschen. Schauen wir mal. Okay, die verschlechtern sich, das heißt, die werden mir bald wieder den Krieg erklären. Alter, das Infanterie-Gelände gibt ja zweimal Garnisonsmänner, oder toll. Mir gibt es zweimal Garnisons.
Herculiani Senioris. Ja, ja, bei dir ist das Herculiani Senioris, bei mir sind es die Pikeniere und das in Scoopy. Ja, das ist schon nicht schlecht. Ihr sollt die Freuden meines Hauses genießen können. Doch widmen wir uns erst. Aber bis ich die ausbilde. Ach, der Axum ist dein Marionettenstaat, deswegen. Ja. Alter, aber wir haben noch so viele Fraktionen, die gegen uns sind. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal an, was sie tun. Schauen wir mal, ob Afrika jetzt Frieden will. Nee. Na gut, es gibt ja nur noch Iden. Diese Fraktion hat keine Siedlung. Tja, die afrikanische Horde. Naja, es ist, die dürfen ja keine Horde sein. Ja, er wird jetzt sowieso in dem Selbstmordangriff, wird er jetzt wahrscheinlich Leptis Magna angreifen. Denke ich mir mal. So, ich habe hier Rebellen, aber die lasse ich erstmal noch stehen in Dimidi. Weil da kriege ich plus 20 öffentliche Ordnung pro Runde. Ja, ich muss auf jeden Fall den Rest von der Sahara noch erobern, weil, ja. Oh geil, hier sind Separatisten. Oh. Römische Separatisten. Sie kommen nach Hause. Oh nein, ich habe gerade richtig, als Musik im Hintergrund. So, wenn ich in Britannien bin und wenn ich den Ebdani ausgelöscht habe, dann werde ich den Pikten wieder den Krieg erklären. Ich werde das Britannien, ich werde das so durchraiden da oben. Soll ich alles niederbrennen oder soll ich es einnehmen? Nimm's ein, sagte er. Das ist so geil. Das machen die Bürger Roms, wenn sie Hunden durch Hunden abgeschlachtet werden. So, Burgunder. Er macht nichts. Er greift nicht in einem Selbstmordattentat meine Städte an. Schade. Hatte eigentlich gehofft, dass er törichter wäre. Alter, aber wie der Ebdani sofort gewittert hat, dass ich die Armee aus Turunum abgezogen habe und da jetzt Leute hinschickt, ne? Was macht denn der Alemanne? Er will Frieden. Nein. Nee. So, der Gaute. Der Gaute ist der Nächste, dem ich auf die Pelle rück. Arschloch. Oder soll ich erst zum Gauten hochlatschen und den platt machen? Ich kann mich um den Gauten kümmern. Er schuldet mir was. Stimmt, ja. Dann kann ich noch eine Armee ausbilden. Ich habe ja eh noch eine zweite Armee, die Hunden weggeklatscht hat. Dann schicke ich die zu den anderen Gebieten. Und was? Wollen die Sassaniden Frieden, oder was? Nee. Ach. Es wird Zeit. Für eine Vorschlacht. Er kommt. Ah, jetzt du bist im Verteidigungsmodus, oder? Mhm. Was hatten wir da alles? So, ach, diese Einheitenvielfalt. Oh, in der einen Armee hat er extrem viele Safran-Kavallerie. Nee, Grippavra. Achso, diese Safran. Ach, die Kavallerie. Ja, ich dachte, du redest von den Katafrakte. Er hat Elefanten, die muss man so schnell wie möglich mit Brandgeschossen penetrieren. Funktioniert hier nicht mehr. Die geraten nicht in Raserei durch Brandgeschosse in Attila mehr. Also, das kannst du vergessen. Aber man kann es ja trotzdem probieren, ja. Wichtig ist eher, sie auszulöschen, mit Ballistari, weg zu Ballistari. Ja, dann lasse ich aber die Standardgeschosse, weil mit denen schießen sie schneller. So, das kennen wir ja schon davor. Echt? Ja. Looks familiar to me. Das kennen wir schon. Nein, ich wurde im öffentlichen Chat angeschrieben. Ich zum Glück nicht. So, dann wollen wir mal. Wieder die gute Alte. Ich gebe gleich mal die Ballistarii zu mir. Zu mir, meine Brüder. Elite der Ballistarii! Nein. Ah ne, ich wollte gerade sagen, jetzt kommt wieder Uah, aber wir kämpfen ja nicht gegen Hunden. Das kommt ja nur, wenn wir gegen Hunden kämpfen. Na nu. Die Elite der Uhr. Nee. Bitte nicht. Ich hier an die schon denken muss. Nee. dann Uhr. Ja. Aber nicht nur ein bisschen, du.
Defensive Schildkrötenformation. Und verteidigen. Ja, das auch. Lanciari Seniores. Ja, das ist so geil, wie die das aussprechen. Lanciari Seniores. So, diesmal haben wir keine Equites Sagittari, sondern wir haben wieder Klibanari. Sehr schön. Und einen fetten Onager. Naja. Naja. Der wird eh nicht so viel bringen. Bisschen was. So. Ja. Alle Dacke. So. Nein, du hast immer noch Elite der Palatiner. Palatinerwachen. Hör auf. Die Forschung ist ja eine Arbeit. Aber immerhin kannst du sofort den General erkennen. Der hat einen anderen Schild. Ich sehe ihn gerade nicht. Ganz hinten links. Ah, da. Mhm. Der Feind wurde gesichtet. Damit auch die Feinde wissen, auf wen sie schießen müssen. Richtig. Wo er kommt. Oh, die Klibanari schießt. Okay. Madatatur. Ich find das lustig, dass die Klibanari Bögen haben. Aber die haben extrem wenig Munition. Die sind so ein bisschen so wie diese Unigarde von den Hunden. Ja gut, aber wie gesagt, das ist ja auch eigentlich keine. Das ist ja eigentlich eine Schockkavallerie. Keine Kampfkavallerie. Aber es ist ein cooles Feature, dass ist die da. So definitiv, ja. Die jetzt, gehen auch. Aber jetzt pass auf, jetzt sind eh gleich die Ballistari vor Ort und die säbeln die jetzt eh gleich nieder. Ich weiß auch gerade nicht, was er da gemacht hat. Ich habe irgendwie Bock selber zu schießen. Kann ich das eigentlich oder muss ich irgendwas administrieren? Warte, lass mich die Ballistari ein bisschen weiter vorstellen dann. Dann schicke ich die Kavallerie auf die andere Seite, weil die brauche ich erstmal nicht. Ich kann dich ja warnen, wenn irgendwas ist. Ja. Oh, Vorsicht, der greift von der anderen Seite an. Da kommen seine Armbrustschützen, Kavalleristen. Ne? Ja, das ist ja alles okay. Ich bin ja in diesem Verteidigungsmodus. So, und jetzt. Sein General, der Faruk Hormizd. Mal sehen, wie ich schießen kann. Nice. Geil. Das. Ja, mal nice, hast gleich den feindlichen General getroffen. Ja, das, den nenne ich mal gut. Der feindliche General ist gefallen, trifft's ziemlich gut, ja. Alter. Bam. Ja, wenn sie so eng stehen, ist es super. Weil die stellen sich sonst in diese lockere Formation, dann triffst du die echt nicht. Ja, und seine Armbrustschützen-Kavallerie verkackt's voll. Stell dir jetzt vor, wir hätten große Onager. Alter, Explosionen. Oh, von hinten kommt noch mehr, aber das sind nur Speerträger. Weißt du, was cool wäre, wenn du in diesen Vormodus gehen könntest und wenn du dann das Vor ausbauen kannst, dass du Mauern, also dass du so Palisaden hättest, wo du Leute draufstellen könntest. Naja, gut, das wäre aber ganz schön OP. Das ging in Empire, da konnte man Forts bauen, wo man will und die dann mit Steinmauern ausrüsten. Ja. Aber das wollte man in Empire nicht machen. In Empire ist es ja auch scheiße, weil da die Vorkämpfe total behindert sind. Darth Mod. Oh, diese eine Schlacht, das weiß ich noch im Let's Play, wo es so krass geleckt hat, weil die ganzen Leute in den Nahkampfanimationen drin gesteckt sind. Ja, ich glaube, ich kann mich an den Part erinnern. Da habe ich sogar noch was drunter geschrieben. Und mich darüber gefreut, dass es so lange gedauert hat. Oh. Ja, weil es herausfordernd war, natürlich. So, habe ich sonst noch irgendwo hinzuschießen? Oder ist es eigentlich gerade der einzige Schauplatz, wo sich's lohnt? Nee, ich muss mal in Onaga. Alter, wie viel Munition der noch hat. Das ist krass. Ich drehe den mal in die andere Richtung. Da kommt mich gerade ganz schön viel. Ansonsten sieht's überall echt gut aus. Wenn du willst, können wir tauschen. Ich gebe dir die Ballistari und du gibst mir den Onaga und ich versuch's seine blöde Gehalterei da mit den Armbrüsten platt zu machen. Ja, okay. Machen wir das so. Dann einem
Getting the Bali, die LTs back. Alles klar. So hast du sie jetzt aufgestellt, okay. Ja, damit sie die Gegner unter Beschuss nehmen, die jetzt gleich kommen. Da muss ich mal, muss ich umstellen, weil die Kavallerie sonst blockiert. So. Bitte macht senkrecht Schuss. Ja. So, dann werde ich diese Savran-Kavallerie ist eklig. Leider. Und hast du Spaß mit dem Onaga gleich? Sehen wir jetzt gleich. Na? Ja. Pff, einer. Ja, die sind so locker aufgestellt. Geht nix. Da geht schon eher was. Ja, aber meine, die Ballistari schießen leider eher gerade. Nein, nein, der hat kurdische Bogenschütze. Nein. Alter. Jetzt liegen da wieder Eingeweide rum. Das ist das Beste. Oh, der hat gesessen. Noch mehr Eingeweide. Ja, das Schöne ist, dass die da hinten so richtig in so einem Moshpit reiten. Das heißt, auch wenn sie lose sind, triffst du irgendjemanden. Ja. Das ist der Vorteil, den du gerade hast. Oh, der kommt nice, der kommt nice! Bäh. Nice. Ah, der war jetzt eher mäßig. Alter, schon wieder Eingeweide. So, und jetzt wird die Klebanari mal gegen die, diesen Mosch mit voller armenischen Schwerträger vorgehen. Hätte ich mal gesagt. So, Klibanari, zeigt mir doch mal, dass es wert war, euch ausgebildet zu haben. Chargé. Alter, jetzt der Angriffsbonus. Scheiße. So, da kommen die Elefanten. Ich sehe sie am Horizont. Oh, die hatte ich gar nicht. Alter, die Klibanari hat alles weggefetzt. Was vor ihnen war. Dann schieße ich noch einmal auf die. Söldner der Safran-Cutter fragte nach diesem Scheiß. Weißt du, die chargen? Fliehen. Fliehen instant. Ja, also, man merkt, wenn wir so hart in der Defensive sind, der kann uns da zuballern mit Truppen, wie er will. Er schafft's nicht. Weil wir sind einfach viel zu geübt schon in dieser Defensive. Oh ja, die... Ja! Nee. Es kann schon sein, dass du ihn erwischt hast, aber... Hat zumindest keinen Schaden gekriegt, so richtig. Seit wann können Elefanten fliehen? Och Mann. Finde ich jetzt gay. Oh, der kommt schön. Ah, schade. Ich dachte Headshot auf den Elefanten. Headshot, ja genau. Das ist so geil, einer von deinen Legionären gerade so. Und so, Männer, gewinnt man eine Schlacht. Und wieder Eingeweide verteilt, sehr schön. Und fetzt noch ein paar Speere hinterher. Sehr schön. Alles so, dann würde ich mal sagen, noch alles niederreiten, was geht, und dann ist gut. Weil der kriegt hier, er hat übrigens keine Regionen mehr in Kleinasien, ne? Er hat hier nichts mehr. Das war das Letzte, was er hatte. Ich schieße den Leuten mal noch mit dem Onaga hinterher. Ja, das ist eine gute Idee. Aber das ist cool, ne? Ich habe den tatsächlich jetzt alles in Kleinasien abgenommen, dem Sassaniden. Nice. So schnell. Blitzkrieg. Aber ich werde niemals alles erwischen. Was jetzt hier flieht. Das ist so verfickt viel. Nee. Das wird nicht möglich sein. Aber jede Einheit, die weg ist, ist eine Einheit weniger,
gegen die wir in der Zukunft kämpfen müssen. Sein erholt sich Söldner, aber... Nein. Was er sowieso tun wird. Ja, liebe Freunde, diese Schlacht war sehr erfolgreich für uns. Wie wir den Rest dieser Feinde noch niederreiten, das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Wenn es wieder heißt, zu Let's Play Together. Total War Attila mit dem Sven. Und dem Max. Bis dahin. Wow.